Zurück nach Einsamkeit, bitte. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Einmal quer durchs Land. Habt ihr schon mal diese Katzen getroffen? Katschit oder so nennen sie sich. Im Süden bevölkern sie angeblich ganze Länder. Ja, du hast sogar einen hinten auf deiner Abladefläche, falls du es noch nicht gesehen hast. Wir sind zu dritt und einer von uns ist tatsächlich Khajiit. Zugegebenermaßen in einer sehr einzigartigen Färbung. Ich würde mich interessieren, ob das häufiger vorkommt, aber ich kann mir vorstellen, dass es unhöflich ist, sowas zu fragen. Ah, Einsamkeit, es ist schon wieder abends, aber wen wundert, dass wir hatten eine Reise durch die ganze Nacht, durch den ganzen Tag, über das ganze Land. Was aber im Umkehrschluss bedeutet, ich fürchte, heute werden wir es definitiv nicht schaffen, noch an die Möblierung für das eine Zimmer im Museum zu kaufen. Das heißt, Lucien, du musst leider nochmal die Bettrolle verwenden und ich meine, wir haben seine zweite, die können wir jetzt auch zweckentfremden. Ich fürchte, Inigo, das gleiche gilt für dich, aber in Inigos Position würde ich sagen, es kann ja nicht schlimmer sein als die Zelle. Also gesehen ist es für ihn vielleicht keine große Umstellung. So, schauen wir doch mal im Gemischtwarenladen vorbei, schauen, was wir noch loswerden können. Und welcome to Bits and Pieces. Und was uns noch fehlt. I'm sure you'll find what you need here. Ja, ich weiß auch schon, was wir brauchen. Ich kann es mir nur nicht leisten. Willkommen. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Also, wo haben wir es denn? Safe House Follower Furniture. 6.800. Immerhin, die Preise gehen tatsächlich runter mit unseren steigenden Fähigkeiten. Also, können wir dir irgendwas andrehen? Nein, der ist fürs Museum. Hier das Stahlschwert für 8 Septime kann weg. Der Silberbogen, den würde ich gerne ausstellen. Hier, wir brauchen keine 2 Amulette von Stender. Eins reicht uns da. Das Amulett von Mara würden wir aber gerne aussehen. Die glänzenden Gewänder würde ich gerne auch behalten. Schauen wir mal, ob wir... Ja... Das Gift, normale Gift würde ich gern behalten, aber ich glaube, einige dieser Tränke können wir. Das ist einfach nur ein reiner Steigerung. Ich denke, die können auch weg. Regeneration ist eventuell ganz gut, aber es sind nur 20%. Das kann man, glaube ich, vernachlässigen. Das Gift behalte ich lieber. Ja, nein, das können wir behalten. Verdammt, das war unser Heil. Verdammt, ich habe den Krankheitsheiltrank verkauft. Und jetzt wird es ewig teuer sein, den zurückzukaufen. Naja, da müssen wir halt leider so zurechtkommen. Wir hatten den ja sowieso nur gefunden bei einem Wächter von Standard, so gesehen. Ist das hoffentlich noch okay. Und wir haben 39 reguläre Heiltränke. Das ist ganz gut. 25 Sekunden nachtig ist nicht viel, aber für den Notfall vielleicht. Und für ein bisschen Wasseratmung könnte auch nützlich sein. So. Wir sind ein bisschen näher dran, aber nicht so nah. Das könntest du dir noch nicht mal leisten, diese Rolle. Sonst nicht hier noch was? Hier den Topf kannst du haben. Hier den Silberkrug kannst du haben. Das Erz würde ich lieber gerne behalten. Hier haben wir noch einen Silberkelch und ich... Ich glaube, das war's. Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Danke, und uns fehlen, wir waren bei 6.000, uns fehlen nur noch knapp 1.300 Septime. Das wird doch irgendwie zu schaffen sein. Dann guck jetzt aber erstmal zur Bartenakademie. Vielleicht bekommen wir ja eine Belohnung für die Laute. Aber... Wahrscheinlich, es sind Baden. Die werden uns wahrscheinlich Sachen beibringen, was, um ehrlich zu sein, mindestens genauso nützlich ist. Nur halt wahrscheinlich etwas langfristiger als ein Platz zum Schlafen für die beiden. Wer weiß, vielleicht haben wir inzwischen die ein oder andere Münze in unserem Spenden, in unserer Spendendose im Museum. Das könnte uns natürlich auch helfen. Also, wo ist denn die liebe Inge?
Hat jemand von euch Inge gesehen? Hallo, Inge. Inge, Dinge, Dinge. I wonder if they have a copy of Cole Van the Dragon here. Bestimmt. Bestimmt. Inge? Vielleicht hier beim... Ah, das sieht doch gut aus. Giro, mein Freund, zu dir kommen wir vielleicht noch. Pantheon. Es war mir immer eine Ehre, im Blauen Palast aufzutreten. Der verblichene Fürst war einer meiner größten Verehrer. Ich glaube, mit dir haben wir noch gar nicht richtig geredet. Diese Vollidiotin. Ich sollte ihr den Hals umdrehen. Welchen Hals wollt ihr umdrehen? Larina, meine Schülerin, dieser Dummkopf, hat mir meine Flöte gestohlen und sie an einen Totenbeschwörer verkauft. Oh. Ich habe gerade den Erpresserbrief erhalten. Diese Flöte ist schon seit 17 Generationen in Familienbesitz. Jetzt steht doch nicht einfach hier rum. Holt mir meine Flöte zurück! Was würde denn ein Totenbeschwörer mit einer Flöte wollen? Larina hat ihm wohl erzählt, dass man mit der Flöte die Toten tanzen lassen kann. Es ist nur eine Flöte. Eine sehr alte und wertvolle Flöte, aber trotzdem nur eine Flöte. Alles Kleine, ich werde danach Ausschau halten. Wo wohnt denn dieser Totenbeschwörer? Irgendwo zwischen Dämmerschan und Winterfester. Ich bezweifle, dass wir da so bald hinkommen werden. Vielleicht, wenn wir uns auf der Suche nach dem letzten Monument machen, das wir auch noch brauchen, um diese komische Klappe hier im Lagerstelle Monde zu öffnen. So viel zu erledigen, so viel zu erledigen. Aber wir suchen eigentlich immer noch nach Inge. Scheint sie nicht beim Essen gerade, oder? Ist sie doch. Man braucht zwei Dinge, um ein guter Lehrer zu sein. Das erste ist Geduld. Das zweite ist ein fester Rohrstock, um seinen Schülern eins auf die Finger zu geben. Ich will mich ja nicht in euren Lehrplan einmischen, aber ich bezweifle, dass das so die effektivste Lehrmethode ist. So oder so habe ich die Laute gefunden. Was? Wirklich? Oh, ihr guten Götter. Tatsächlich. Ich kann euch nicht annähernd bezahlen, was diese Laute wert ist. Aber ich kann euch einige Tricks zeigen, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe. Always good to see a fellow bard. Vielen Dank. Wir könnten jetzt auch eine Entscheidung treffen, entweder Geld in weiteres Sprachtraining zu investieren und auf lange Sicht bessere Preise zu bekommen, oder weiter sparen. Ich bin aber für weiter sparen, weil ganz ehrlich, unsere beiden Begleiter haben ein Zimmer verdient. Um ehrlich zu sein, kann ich einige meiner Schüler einfach nicht ausstehen. Nur Aya hat das Potenzial, ganz groß rauszukommen. Mit dem Rest vergeude ich nur meine Zeit. Ja. Ihr da, habt ihr heute schon eure Stimmübungen gemacht? Also ganz so harmonisch geht es im Bardenkolleg dann wohl doch nicht so, wie man meinen könnte. Die Frage ist, wir haben 7 Uhr abends, wir hätten noch ein bisschen Zeit. Wollen wir uns heute direkt ins Museum zurückziehen oder wollen wir noch mit den beiden Leuten reden, auf die wir hier suchen? Ich würde sagen, wir können erst noch mit den Leuten reden. Vorher würde ich aber gerne schauen, ob wir nicht vielleicht ein paar Münzen in unserer Sammlung haben. Okay. Oh, sieh mal an, wer da wieder das Museum besucht hat. Unser treuester Besucher bisher. Also, wie sieht's aus? Naja, immerhin. 64 Septime haben oder nicht haben. Also, ich würde sagen, die Taverne ist wahrscheinlich ein guter erster Anlaufspunkt. Wo wir einen Söldner von Zenithar treffen könnten. Ich wüsste nicht, wo sonst. Vielleicht in Schloss Elend oben. Man ist noch der Tempel der Göttlichen. Da könnten wir vielleicht bezüglich Julianos jemanden treffen, der hier auch noch in der Stadt sein sollte. Aber suchen wir doch erstmal die Taverne auf. Das ist abends immer eine gute Idee. Da sollten sich ja die Bewohner gerade sammeln. Für den abendlichen Speis und Trank und wahrscheinlich durch die Beschallung durch die Barden, die wir vielleicht auch wieder selbst übernehmen könnten, damit wir in Übung bleiben. Und ich meine, das Geld können wir so oder so brauchen. Mache ich, Lisette, ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn wir mal uns kurz um ein bisschen des Abendprogrammes kümmern.
Danke, Lucien. Ja, sieh mal an. Und Lisette stimmt mit ein. Ja, ich glaube, an diesem Duett müssen wir noch arbeiten. Danke. Danke, Kollegen. Danke. Glad you're here. Oh, wow. Das ist eine ganz schön stolze Summe, die wir hier gerade bekommen haben. Ich glaube, da sollten wir öfter dran denken. Nochmal ein bisschen Ausdauer. Und wie gehen wir jetzt weiter vor? Hm? Einhändiger Kampf ist nach wie vor etwas, was wir häufig einsetzen. Wie sieht es denn in der Bogenkunst aus? Wing Strike. Bashing with a bow or crossbow staggers the target. Bows and crossbows deal 20% more damage to that target for 10 seconds. Gut, aber wenn es so weit kommt, dass wir in den Nahkampf gelangen, werden wir meistens unser Schwert verwenden. Clean Kill. Bows and crossbows deal 20% more damage to a target at full health. Ich meine, das ist gar nicht so schlecht, weil wir mit dem Bogen ja meistens den Erstschlag machen. Gerade für Schleichangriffe wäre das sinnvoll, weil bei einer beim Schleichangriff sind 20% mehr natürlich nochmal eine ordentliche Menge. Warum nehmen wir nicht einfach Clean Kill? Sehr schön. Ja, aber weswegen wir eigentlich hier gekommen sind, sind nicht um nur um die Leute zu unterhalten, auch wenn das natürlich auch schön ist, sondern auch um den... Hier, das sieht mir doch sehr nach einem Söldner aus. Die Frage ist, ob es auch der Söldner ist, den wir suchen. Hey, Brother, you look thirsty. Tell you what, you give me 1000 gold pieces and I'll buy you a drink. Eine Legende, die wir alle kennen. Ein Held, das klingt ziemlich viel für ein einfaches Getränk. Well, that's because you didn't let me finish. You get more than a drink. You get a tough son of a bitch like me by your side. Ah, also, ja klar, du bist ein Söldner. Erzähl mir doch was von dir. It's pretty simple. In this world, you got people who want other people dead. They pay me to kill them. Alles klar, ja, das ist wahrscheinlich eine simple Art und Weise, es zu betrachten, aber auch eine definitiv zutreffende Art und Weise, es zu betrachten. 1000 Goldstücke. Die meisten anderen Söldner, von denen ich gehört habe, die verlangen nur die Hälfte. Is that right? Didn't really think about it. Just tried to put a number on what you're getting. Okay, ja, ich meine... Ich meine, wenn er das Geld wert ist, muss man natürlich erst ausgeben, um es herauszufinden. Aber wir haben momentan kein Interesse daran. Ja, sorry, Marktgründe und so, aber wir können uns keine 1000 Goldstücke leisten. Hey, I'm just a dumb old merc. Don't know nothing about anything. But I'll lower my prices when people stop paying them. Ja, ich... Oh nein. Lass mich raten, du wirst 1000 Goldstücke dafür verlangen, den Segen von... Oh je. Ja? It might cost you extra, depending on how dangerous it is. Hell, make it dangerous enough and it might cost you less. But it'll still cost. Ein andermal, mein Freund. Wir müssen diese Spuren andermal weiterverfolgen. Das sind gerade 1000 Goldstücke zu viel. Hoffentlich haben wir im Tempel der Göttlichen mehr Glück. Wenn uns Julianas überhaupt in den Tempel der Göttlichen führt, da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich habe nur grob auf die Kartenmarkierung geschaut. Und selbst wenn er sich im Tempel der Göttlichen aufhält, ist die Frage, hält er sich um diese Uhrzeit noch im Tempel der Göttlichen auf? Richtet euer Augenmerk auf eure Ziele. Nein, nicht der Tempel der Göttlichen. Die Markierung ist da oben irgendwo.
Haben wir nicht die Talmor ihr Quartier? Sollen wir da reinschauen? Na, das kann ja nur gut ausgehen. Hier mal so die Talmor ihr Quartier, ha? Natürlich demonstrativ mit kaiserlichen Flaggen. Das ist doch bestimmt mehr eine Hohn als alles andere. Hallo? How may I be of service? Mit wem habe ich das Vergnügen? I am Orondil, a Thalmor Justicia, and advisor working on behalf of the Ulmeri Dominion. Gibt's nicht... Habt ihr nicht eine Botschaft hier in der Nähe? The Embassy's role is to entertain the Jarls and collect information. My role is of a more military nature. I advise on minor decrees and local ordinances, and ensure they align with the interests of the Thalmor. Okay, das... Ja, aber was tust du denn genau? Nimm mir doch mal ein Beispiel. For one, I assist with the crafting of decrees to ensure they have the proper authority to be enforced. The wording must be so that it precludes all forms of sedition, even those that are not immediately apparent. Ah, du versuchst also die Gedanken- und Tatenpolizei zu sein. Yay. Dissidents have historically used song, metaphor and irony to circumvent decrees outlawing criticism of their rulers. These have always been effective tools in rousing negative sentiment, because they are often misinterpreted by those in power. Many of them are too arrogant to understand when they are being openly mocked. That is where I come in. Nun, dann sollte das vielleicht dir an... Ja, ich fange jetzt nicht an mit einem Timer zu diskutieren. Oh, ihr Hauptquartier hier, der auf jeden Fall schon mal bessere Tage gesehen. Yes, I too found it odd. After traveling to the embassy to settle a dispute, I returned to the headquarters to find it completely deserted. Weißt du warum? An esteemed Ulmeri dignitary had come to watch a Stormcloak sympathizer lose his head. And as he so eloquently put it, stain his unmentionables. While the execution went swiftly, and the dissident did soil his tunic rather splendidly, this fellow did manage to enact one last measure of revenge. Das klingt nach einer Geschichte. Well, I have watched Artar perform dozens of executions personally, and have yet to witness such a prolific spray of blood. In fact, to call it a spray would do it a disservice. It was a shower of crimson, the majority of which seemed to guide itself uncannily toward our dignitary and his venerated wife. I think she may have even swallowed a healthy portion of the man's blood. Klingt nach einem letzten Racheakt. Ich meine, ich habe nicht viel für die Sturmmäntel übrig, weil ich glaube, dass sie mehr Schaden anrichten als Gutes, aber da habe ich meinen Respekt. Also, war das nicht die einzige Fleck an diesem Tag? A most unfortunate turn of events, I agree. If you are indeed agreeing with me and not mocking our dignitary, that would be most uncouth. Würde ich doch nie wagen. aber eigentlich bin ich tatsächlich hier, weil ich den Segen von Lulianos brauche. Auch wenn ich mir ehrlich gesagt lieber aus einer anderen Quelle holen würde, aber da haben wir wohl keine Wahl und bei der Kriegerreise geht's wahrscheinlich auch nicht um die eigene Wahl. Ah, flattery. A tool of both the unctuous and the earnest. The question is, which are you? Or, to put it more simply, what do you really want? If it is a blessing you desire, then you are in the wrong building. Such divinations are performed by priests at the altar. Nun, ich brauche auch keinen regulären Segen. Sondern mehr einzelne Aspekte der Göttlichen, die durch einzelne Personen vertreten werden.
Ja, sagen wir mal, dass ich jemanden brauche, der diesen Teil eines Aspektes von Julianos in sich trägt, und das bist anscheinend du. I see. It is without question that I possess an intellect far superior to any mere mortal of the cloth. If all you require is my blessing, then I see no harm in doing so. Nevertheless, I would be remiss if I did not request something in return. Und was könntest du denn von einem einfachen, unwürdigen Kaiserlichen wie mir wollen? I would like to be escorted to the Thalmor Embassy. Surely in your company the ruffians outside will not make trouble. Das heißt, du willst das Hauptquartier hier ganz alleine zurücklassen, ohne Besetzung? Wo man natürlich niemand hinterher auf die Idee kommen könnte, wenn alle weg sind, mal vorbeizuschauen und schauen, was die Thalmor hier so treiben. Aber nee, sicher. Lass uns aufbrechen, ist ein bisschen dunkel draußen, aber das macht euch bestimmt nichts aus. Excellent. Let us depart immediately. Nun gut. I do not like the selection at Radiant Raiment. It is far too expansive a catalog and allows one to easily disguise their person. Oh, du Arm, mit was für Qualen du Tag für Tag zu kämpfen hast. Aber ein paar Fragen noch. Warum bleibt ihr überhaupt hier? Was ist, wenn die Sturmmäntel es schaffen, Einsamkeit einzunehmen? Okay, das ist sehr weit hergeholt, aber hey, vielleicht solltet ihr lieber in Sicherheit nach Alinor zurückgehen. It would be a grand opportunity to put my diplomatic skills to the test. Although it's likely I would just be beaten and tortured, as the Nords have yet to develop more sophisticated techniques. Nun, ich habe andere Horrorgeschichten auch vom Altmeri-Dominion gehört, dass auch ihr der Folter nicht fremd seid. Weil ich habe jetzt nichts, um es zu bestätigen oder zu widersprechen, aber wundern wird's mich nicht. Wie wird denn euer diplomatisches Geschick, in dessen Glanz ich natürlich auch bereits gerade gekommen bin, wie würde euch das denn vor Folter und Tötung retten? If the rebels took over, would it not be prudent for them to have a liaison through which they could submit their threats? Möglich. Ebenso möglich, dass es sie nicht interessiert. Aber ihr wollt das, wenn ihr das Haus und alles zurücklasst, meint ihr nicht, dass die Nord das als Schwächezeichen interpretieren könnten? Surely you jest. We are the original people, the Aldmer of time immemorial. We are the direct descendants of Elnathay and superior by birthright. When I deign to follow the custom of the lesser children, it is simply to acknowledge their worth, limited as it may be. Ich bin gerade kurz eingenickt. Was meintest du? Ach ja, du meinst die niedrigen anderen Rassen, die schon über den großen Teil der Geschichte große Teile von Tamriel bewohnt haben. True, but there are many aspects that can affect the outcome of a war. And fortune plays a part. Sicher. Whether it is a war or a duel, the superior fighter does not always strike the first blow. But over time, the difference between the two becomes more and more apparent. Ja, und diese Zeiten und ich würde sagen, bisherige Geschichte ist nicht unbedingt lässt mich nicht zu dem Schluss kommen, dass ihr die überlegene Rasse seid, aber. Aber erleuchte mich doch. Was ist denn so verschieden an den Rassen? While it's true, man and Myr are both descendants of Elnathay, the Elnathay were far from monolithic. Long ago, they had splintered into two groups. The first group is the ancestor of Myr. The second is that of men and, most notably, beasts. Und was macht das für einen Unterschied? Our current form is a representation of one's blood. Would you not agree that the beast races are cousins of the animals of the wild? One does not look at a cat and neglect its similarity to Khajiit, nor does one gaze upon a troll and not turn his thoughts to man. It is therefore an undeniable fact
that of the two groups of Elnifei, it is the Aldmer who bear the most resemblance to the gods. Ganz ehrlich, wenn ich einen Troll, einen Menschen und einen Elfen nebeneinander stellen würde, würde ich sagen, dass die Elfen und Menschen deutlich mehr Ähnlichkeiten zueinander haben als der Troll zu irgendjemand von genannter Gruppe. Und ich würde sagen, der Troll sieht einem Elfen ungefähr so ähnlich, wie einem Troll einem Menschen ähnlich sieht. Und selbst wenn das nicht so wäre, glaube ich, dass du nicht ganz weißt, wie unwiderlegbare Beweise funktionieren. Außerdem, letztendlich macht das keinen, wie gesagt, keinen Unterschied. Ich zum Beispiel bin irgendwie Drachenblut und so und hätte damit viel mehr Macht als jetzt ein einfacher Elf wie ihr wahrscheinlich. Vor allem da ihr sehr viel Wert auf eure ach so logisch intelligenten Aussagen legt. Very well. I've received more than a few complaints regarding guests at the embassy parties. Oh nein. Wealthy, but he is by all accounts a scoundrel, which is precisely why Elenwen adores him. Ach, weißt du was? As you were. Lass uns doch einfach losgehen. Bringen wir das Ganze hinter uns. Ich weiß nicht. Es gibt so diese eine Seite in mir, die diesen Typen einfach nur bemitleidet. Gut, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir noch schnell zur Botschaft müssen. Wo müssen wir denn da hin? Wo ist die? Boah. Ich glaube, die müsste. Ich auf der Katastie sieht doch am ehesten noch mal Botschaft aus, oder? Hier die Straße entlang und dann hier so hoch. Der diese Krieger aus Hammerfell gesehen. Sie haben gebogene Schwerter. Und das bei Nacht und Nebel haben wir zumindest noch eine Fackel. Ja, wir haben noch 5 Fackeln dabei. Ich meine, bis zur Straße vorne kennen wir den Weg, ja zum Glück. So, und da oben ist, glaube ich, der Tempel von Meridia. Ja, sag du es mir. Aber bevor wir jetzt so einen Talmor Fuzzi zu Meridia mitschleppen, lass ihn doch erstmal abliefern. Achtung, Achtung! Der kleine Orondil möchte bitte bei der Talmor Botschaft abgeholt werden. Komm, zeig mal, was du kannst, Oron. Ja, danke euch. Ein Teil in mir wollte sehen, wie Orondil sich gegen einen einfachen Wolf schlägt. Auf der anderen Seite würde das die Zeit, die wir mit ihm verbringen, wahrscheinlich einfach bloß in die Länge ziehen. Also gehen wir einfach. Meine Güte, Mann. Dunkel und alles. Ich meine, die Wege sind trotzdem ziemlich gut zu erkennen, wofür ich dankbar bin, aber wenn jetzt irgendwie ein Drache am Nachthimmel vorbeiziehen würde, würden wir ihn, glaube ich, nicht sehen, bis es nicht zu spät ist. So, die Richtung hier. Ich hoffe, das ist überhaupt der richtige Ort für die Botschaft und wir treffen jetzt nicht gerade auf eine Metalle der Nord oder so, aber nee, das sieht mir schon ganz richtig aus. We have arrived. A pleasant surprise, all things considered. Now to fulfill my part of the bargain. I give you the blessing of Julianos. May his wisdom guide you on your quest. Danke. As for myself, I have an urgent meeting with Elenwen I must attend to. Viel Spaß dabei. Please come to the gate. Do not let my appearance dissuade you. I am a Thalmor Justiciar. Hello? Anyone? Könntest du ein bisschen lauter sprechen? Oder nee, weißt du was? Tu in dieser Lautstärke fortfahren, ja? Ich bin mir sicher, in so 4 oder 5 Stunden kommt jemand, um dich abzuholen.
Oder aber du gibst schon auf, um zurückzulaufen. Oh nein, war diese ganze Reise etwa umsonst? Das tut mir aber leid. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber ich bin mir sicher, du findest den Weg auch alleine zurück.